Hallöchen und herzlich willkommen zu Pokémon Nuzlocke mit mir, dem Soli. Nachdem wir letzte Woche wieder herbe Verluste erlitten haben, auch wenn das wahrscheinlich hätte verhindert werden können, wenn es keine Doppelkämpfe gewesen wären, aber gerade Radikal und Jovatz tun mir natürlich in der Seele weh. Dafür haben wir aber auch Nessie und Spyro behalten dürfen. Dafür haben wir jetzt Habibitak, King, Rose und Zombiritis im Team. Zombiritis ist schon von Level 8 irgendwie auf Level 19 gelevelt durch EP-Teiler. Ja, und Rose müssen wir dann halt eh noch irgendwann entwickeln. Aber Rose kann, glaube ich, ganz cool werden. Und King ist auch gut. Habibitak ist... ist nicht mein Lieblingsflug-Pokémon. Ich mag ja Flug-Pokémon. Aber Habibitak ist so schwierig. Jedenfalls stehen wir hier vor der Höhle, wo die mit dem Boot hin sind. Und ich denke mal, wir werden in dieser Höhle, warte mal, ich muss hier mal reinklicken. Ja, jetzt geht's, okay. Damit wir werden hier wahrscheinlich auch einen Friend fangen können. Tiefseehöhle. Wir haben das safe noch nicht, da muss ich nicht mal nachgucken. Schreibe ich mal. Tiefseehöhle. Es sind mittlerweile so viele Orte, ne? Das ist so viel, was ich mir aufgeschrieben habe. So, komm, Mewtwo oder so. Meisterball, let's go. Ein fucking Dratini. Sieht so shiny aus. Okay. 29. Kein Volltreffer. So, Hyperball. Dratini, sick. Natürlich haut der Drachen gut raus. Dratini, let's fucking go. Das ist ein Teammitglied. Safe call. Dratini fühle ich. Dratini häutet sich ständig und erledigt sich so seine Haut. Entledigt. Da die Lebensenergie in seinem Körper stetig und unkontrolliert und kontrollierbar steigt. Ja, Mann, die Dratini wird ein Dragoran. Nenn ich es einfach Dragon. Sie wird aussehen wie Dragon, aber nein, es ist Dragon. Oder wie hieß noch die Drachen von Khaleesi? Natürlich, der heißt Drogon und nicht Dragon. Ich depp. Oh ja, Mann, das fühle ich. Das fühle ich hart. Ja, Mann. Ja, Mann. Erstmal speichern. Ja, wir nehmen dann raus. Dragoran zählt dann, glaube ich, auch mit als Flug. Oder ist es nur bei Brutalanda so? Ich weiß es nicht. So, wir müssen erstmal den Stein zertrümmern. Mankey hätten wir auch treffen können. Getaucher, so eine coole Attacke. Nice, nice. Die Lava hätten wir hier treffen können, da hätten wir eh nochmal. Bei Mankey hätten wir nochmal und bei die Lava hätten wir nochmal. So, Team Akawawa. Jetzt die Level 44. 46 darf es werden. Ein Flurmüll. Erstmal abtauchen. Wäre es Level 21. Mogelhieb? Warum nicht? Warum nicht, sag ich. Also, Beerus kommt raus für Dratini. Was wäre es jetzt mit dem Konter einfach so aus dem Leben gekrittet? Dann werde ich den EP-Teil aber mal wegnehmen von zu Beerus. Dann gebe ich dem Rose. Ich glaube, Pflanzen-Pokémon haben wir mehr von. Da geht's raus, da geht's weiter. Where to go?
natürlich nicht sehr effektiv. Jetzt gehe ich aber doch erstmal da unten hin. Bei Magma hätte ich mich nicht so richtig drüber gefreut. Erstmal mag ich das Pokémon an sich nicht so sehr. Okay, Safcon hätte mich richtig abgeturft. Bei Safcon wäre ich traurig gewesen. Aber Dratini war Premium. Hypno hätten wir auch nicht fangen dürfen. Wo geht denn das hier überall hin? Meine Güte. Gerade war ganz nice gewesen. Aber wäre scheinbar einfach weg. Hier gibt es viele Pokémon, ne? Mal so gucken. Hier haben wir keine Chance, weiter zu kommen. Doch, komm mal. Latios hätte ich theoretisch, wenn ich gewollt hätte, mit einem Meisterball fangen können. Aber ich mag Latios so überhaupt nicht. Rebutak, was ist denn hier los, Sörde? Hab mir einfach mal ein Item genommen, oder Bodycheck. Hey, Loblad. Ciao, Loblad. Hey, was geht? Hey, Sonnenkern. Ciao, Sonnenkern. Ein Toxer. Sehr tanky. Alter, wo geht denn das hier überall hin? Meine Güte. Okay, hier komme ich von da unten. Als sie. Hier war ich auch schon, da war ich nach unten gelaufen. If you remember. Total merkwürdige Höhle. Das war schlau. Hallo, mein Name ist Solinex. Ich habe 500 IQ. Und dann wache ich auf. Hier kann man rumsurfen. Ja, komm ich nicht mehr weg. Okay. War ich denn das? Also. Arcano finde ich auch geil. Arcani ist ein geiles Pokémon. Okay, das führt mich dahin. Ja, exakt da, wo ich nicht hin wollte. Probier einfach. Hat funktioniert. Magneton hätte ich eigentlich auch gefühlt. Ich muss ein Pokémon mit Sprudel heilen, sehe ich gerade. Und wir müssen mal wieder Sprudel kaufen. Welche beiden kämpfen denn? Spyro und Nessie? Ja, die werden ja nicht besiegt. Die haben den Arena leider überlebt, die schaffen alles. Alles klar. Einmal Eisstrahl da drauf. Und ein Flammrad dahin.
No, kein Eisstrahl mehr. Da hilft dir nichts, dann wird gesurft. Was? Was, was, was? Oh, Stachelspore verlernen, warum tue ich das? Was ist Grasflöte? Nein, ich will dir kein Item geben. Das missversteht das Spiel. Die Pokémon. Ja doch, das passt. Leider nur eine Genauigkeit von 55. Ist jetzt nicht so geil. So, die Chupi hatte gerade geschrieben. So, mega sauber, Egelsamen, Zauberbild. Premium. Premium Pflanzenattacken. Da habe ich Lust, da mal rumzuschieben. Möglich, ne? Das geht schon. Wir haben auch wieder zwei Ausgänge. Ich krieg zu viel. Nee, das mal. Okay, erstmal benutzen wir Stärke. Nein. So schon mal nicht. Das ist exakt dasselbe in Grün, lieber Thomas. Was muss ich hier tun? Also ich kann auf jeden Fall die beiden mittleren nicht in die nach außen schieben, ohne den in der Mitte zu bewegen. Ich check's gerade nicht. Ich mache einfach zu. So. Das checke ich hier gerade nicht. Bin ich gerade zu doof für. So, hier gehen mir langsam die AP aus mit Messi. Check's nicht. Ich check's durch. Hab ich schon verkackt. Hey, I did it.
Erdbeben, hallo. Tja, mein Geowatz ist nicht mehr da. Jogge. Schau nur, schau nur. Schau, wie schön eine schlafende Gestalt des antiken Pokémon Kyogre ist. Es überrascht mich, wie du es geschafft hast, mir zu folgen. Aber das ist nun alles Nebensache. Da meine Träume wahr werden, musst du leider verschwinden. Jetzt müssen wir wieder gegen Adrian hier. Boss. Team Aqua. Setz Meganie ein. Ich glaube, das war eine schlechte Wahl für dich, Kumpel. Amoroso ist, glaube ich. Aber Amoroso muss ich Nessie rein. Was? Wegsperre. Ich darf keinen Feuerattacker einsetzen, alles klar, Mann. Ich gebe mal jetzt lieber schon mal hier. Dass ich aber auch Wegsperre haben muss. Kann nicht mal von Feuerattacken eingesetzt werden. Oh. Okay. Oh, ich glaube, noch weiter kann er nicht runter. Oh, Renta, mein kleiner Lieblingslauch. Was machen denn die beiden Deppen, ey? Das ist der Wahnsinn. Die ist ja eine Nachricht unserer Mitglieder draußen. Was ist denn jetzt los? Es regnet so heftig. Gut, daran darf... Und hier hat mal Team Aquas Vision von der Erweiterung des Meeres zu realisieren. Was? Es regnet stärker, als wir es vorausgesagt haben. Wir sind in Gefahr. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Bleib, wo du bist und behalte die Situation im Auge. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Die rote Kugel sollte Kyogre aufwecken und unter Kontrolle halten. Aber warum? Warum ist Kyogre verschwunden? Warum? Was hast du nun heraufbeschworen? Du hast Kyogre aufgeweckt, stimmt's? Was wird nun aus der Welt, wenn es bis in alle Ewigkeit regnen wird? Das Land wird untergehen und im Meer verschwinden. Was? Behandle mich nicht so von oben herab. Hat ihr es nicht Team Magma, die Gardon erzählt haben? Solange ich die rote Kugel habe, habe ich auch die Kontrolle über Kyogre. Ich sollte es kontrollieren können. Wir haben keine Zeit für Diskussion. Geh nach draußen und sieh es dir selber an. Sieh, ob das, was du heraufbeschworen hast, das ist, was du wolltest. Soli, komm. Du musst ebenfalls von hier verschwinden. Was passiert? Was für ein furchterregendes Szenario. Habe ich einen schrecklichen Fehler begangen? Ich wollte doch nur... Begreifst du es nun, Adrian? Begreifst du nun die schrecklichen Folgen deines katastrophalen Traums? Wir müssen uns beeilen. Wir müssen etwas unternehmen, bevor die Situation völlig außer Kontrolle gerät. Soli, sag jetzt nichts. Ich weiß, ich bin nicht der Richtige, um Adrian zu kritisieren. Aber wie die Dinge jetzt liegen, werden wir Menschen wohl nicht in der Lage sein, etwas zu tun. Aber wir dürfen auch nicht einfach daneben stehen und zuschauen. Adrian und ich haben die Verantwortung, dies alles zu verändern. Das ist ja unglaublich. Ein super antikes Pokémon. Deine Kraft ist unglaublich. Es hat das Gleichgewicht der Natur verändert. Soli, was geht hier vor? Was schrecklich. Aus der sengenden Hitze kam die Überschwemmung. Wenn das nicht aufhört, wird ganz Höhen. Nein, die ganze Welt wird untergehen. Von Xianaville aus breitet sich eine gigantische Regenwolke aus. Was in aller Welt passiert da nur? Aber wir sollten hier nicht die Zeit mit Reden vertun. In Xianaville bekommen wir hoffentlich Antworten. Soli, ich weiß nicht, was du vorhast, aber tue nichts Unüberlegtes. Okay, ich gehe nach Xianaville.
Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich will ins Pokémon Center. Die Maike, ah! In Flossbrunnen, da habe ich am Himmel ein riesiges grünes Pokémon fliegen sehen. Hm. Rayquaza. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwie... Das war was. Ich weiß nicht, ob ich hier noch auf Trainer stoße oder so. Da oben chillt hier auf jeden Fall irgendwer. Aschlurp. Die sind echt Trainer, haben die gerade nichts Besseres zu tun. Komm an, Rose, ich fühle das jetzt. Gut, 127. Ich fliege jetzt erstmal eine Runde. Ach, da Polis. Na, hier soll ich ja hin. Ist wahrscheinlich von hier kürzer. Wusch. Na, guck mal, weil die jetzt hier so viel Schrumpf gemacht haben, muss ich das jetzt fixen hier. Voll Jungs, habt ihr gut gemacht. Da mal einen Topschutz reinschmeißen. Hey, Knobi. Tschüss. Genauso wurde Knobi zerschmettert. Ich will ja nichts sagen, aber bei dem Wetter solltet ihr nicht rumschwimmen. Just saying. Snogger und Pelikrani. Sag mal, Pelikrani. Lipper. Ah. Ach, ich fliehe nicht. Messi Level 45, Spyro 44. Ja, 46 darf ich ja. Aber es wird schon wieder eng hier. Was geht? Garados. Ja. War schön mit dir. Mach's gut. Meld mich. Hey du. Jogre, alles klärchen. Bitte Rose, ich versuch's. Jogre, nicht Wasser. Ich höre das hier rein, ja. Ich bin paralysiert. Ich paralysiere dich, Junge. Jetzt mal die Paralyse, ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch, wenn ich mich hier rumalbere. Die ganze Zeit nicht attacken kann. Und wenn der noch die ganze Zeit Schutzschild raushaut, der Fisch. Ah, ich klatsch jetzt auch weg, komm. Das ist Schutzschild-Spammer immer. Wirkt nicht mehr, macht nichts. Wobei doch macht was.
Das Controller da. Leuchtet Zwett. Warum tut es das? Oh, kommen dann hier Bytes oder was? Mew! Aber ein lappiges Pokémon. Ja. Unter Wasser zählt wahrscheinlich als Route, ne? So. Die Chance, damit zu treffen, ist so gering. Und der trifft einfach damit. Der Mew. Und die blaue Flöte abgelegt? Nee. Ich hab grad ein bisschen auf den Sack. Ich kann zu nichts anderem hinwechseln. Ebelsamen sind ganz gut. Ich brauche schon wieder die blaue Flöte. Alter, das ist eine Chance von 55 zu treffen. Ich muss jetzt halt heilen, sonst würde ich jetzt einen Pokéball werfen. Wir dürfen es wahrscheinlich nicht behalten. Ich weiß nicht, ob unter Wasser eine andere Route ist. Wahrscheinlich nicht. Aber hey. Wir hätten jetzt Mew gefangen. Ist jetzt auch ein bisschen von den Rocket Beans kopiert. Aber ich finde den Namen so super. Ein Plus-Symbol gibt's nicht. Müssen wir wahrscheinlich eh freilassen. Aber es war mir gerade ein Bedürfnis, es zu fangen. Na, jetzt nutzen wir einen Schutz. Ja, warum? Was ist denn passiert, dass sie mich auftauchen lassen wollte? Ich fürchte, ich sollte speichern. Schon cool gemacht, das Spiel. Not bad, ey. Hab ich Pokémon gar nicht zugetraut. I. Halbwegs fit. Wenn zwei riesige Pokémon wild miteinander kämpfen, können wir nur dastehen und zuschauen. Wow, das ist abgefahren. Xenoverde, die mystische Stadt in der Geschichte steht. Hat
Nur heute Morgen klares Wetter, aber auf einmal zog der Himmel mit dunklen Wolken zu und es fing an zu regnen und ein Gewitter zu kommen. Das war unangenehm. Ob die beiden Pokémon die Ursache dafür sind? Aber tauchten diese riesigen Pokémon inmitten dieses Ortes auf. Ich habe sie noch nie vorher gesehen. Warum greifen sie sich wohl gegenseitig an? Warum könnte dieser Pokémon nicht halt Freunde sein? Ja, warum? Steht doch einfach mal. Also, kommt nicht heraus. Ich würde auch nicht wagen, nach draußen zu gehen. Ja, schwierig. So, wir müssen wahrscheinlich gleich Mew freilassen. Einfach anbetungswürdig. Das heißt auch, dass ich viele Rivalinnen habe, die sich seine Gunst kämpfen. Er wurde mit Risikotackle verzaubert. Unsere Augen trafen sich nicht. Darf ich einem deiner Pokémon Risikotackle überbringen? Nö. So, Mew werden wir leider freilassen müssen, behaupte ich. Bericht. Oh, habe ich unter Wasser gefangen, seht ihr? Unter Wasser ist eine eigene Route. Also dürfen wir es behalten. Das finde ich fancy. Okay, was lege ich denn nochmal ab? So, Beerus lege ich ab. Nidoking will ich eigentlich nicht ablegen, Roselia auch nicht. Was hat denn Mew so? Und Banda Mega Heap Metronom. Heute noch gute Attacken. Mew oder da Dratini? Bin für Dratini tatsächlich. Ich würde Mew auch gerne mitnehmen. Kann Mew fliegen lernen? Kann Dratini fliegen lernen? Ich probiere mal was. Mew wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht fliegen lernen können. Unter Wasser ist ein eigenes Ding. Das darf ich nehmen, finde ich wunderbar. Ja, Mew, geht's. Mew lernt einfach fliegen, kein Problem. Metronom kann eh weg. Ja, dann habe ich doch mein Team. Drogon, Mew Game Plus, was ist das denn für ein Item? Bonusbeere, was hast du für ein Item? Drachenhaut, was ist das? What? Drachenhaut? Das lacke ich ordentlich rum, ne? Okay, zum Entwickeln vielleicht. Wen level ich denn mal zuerst? Drogon. Wobei, ich level erstmal Mew. Drogon muss dann eh richtig hart leveln später. Warte mal, wir hatten gerade den EP-Teiler Rose. Könnte Mew auch Donnerblitz beibringen. Das ist dann unser Allrounder. Mew kann ja alles lernen. Mew könnte richtig MVP werden. Sickes Team, sickes Team. Leute, ich will ja nichts sagen, ne? Aber ein Shiny Dratini ist übrigens lila. Das ist ein Shiny. Ich glaube, das ist ein Shiny Dratini, das wir gefangen haben. So, was geht jetzt hier eigentlich ab? Was soll ich machen? Kyogre, was ist los? Schau hierher, das ist die rote Kugel. Beruhige dich, Kyogre. Das ist schlecht, er reagiert überhaupt nicht. Graudon, bitte hör auf damit. Ich erkenne nun deine ganze Kraft. Wenn du nicht aufhörst, wird nicht nur Xenoville, sondern ganz Höhen ruiniert werden. Kämpfende Pokémon, Graudon und Kyogre, diese uralten Pokémon sind aus einem langen Schlaf erwacht. Nun treffen sie mit ihren unkontrollierbaren Kräften aufeinander. Sauli, da du hier bist, gehe ich davon aus, dass du bereit bist, dieser Krise zu helfen. Da ist jemand, den möchte ich dir gerne vorstellen. Komm bitte mit. Hör zu, Sauli. Wenn du dir Graudon und Kyogre anschaust, meinst du dann, dass man die Pokémon fürchten muss? Nein, das muss man nicht. Pokémon sind viel mehr. Wenn ich dich das frage, die Antwort kennst du bereits.
Okay, wir sind da. Innen wirst du jemanden namens Vasili finden. Ich glaube, du besitzt, was nötig ist, um ihm zu helfen. Urzeitenhöhle. Wenn ich hier was fangen kann, kann ich hier wieder was fangen. Ah, du bist also Sony. Ich habe schon von deinen hellen Taten gehört. Ich heiße Vasili. Früher war ich Arenaleiter in Xenaville. Aber dann ist etwas passiert. Da habe ich meinem Mentor Juan die Arena übergeben. Groudon und Kyogre, die beiden Pokémon, die hier für Chaos sorgen, sind uralte Pokémon. Aber es gibt nicht nur zwei alte Pokémon, es gibt noch ein drittes, irgendwo. Irgendwo gibt es das uralte Pokémon Rayquaza. Die Legende sagt, dass es Rayquaza war, das die beiden Gegner damals beruhigte. Aber ich weiß auch nicht, wo sich Rayquaza aufhält. Weißt du vielleicht, wo sich Rayquaza aufhält, Sony? Wenn ja, dann sag es mir bitte. Keine Erinnerung. Bitte? Du erinnerst dich nicht? Dann haben wir ein Problem. Du erinnerst dich wirklich nicht? Keine Erinnerung. Keine Ahnung, Himmelturm? Der Himmelturm? Das ist es. Es kann nur der Himmelturm sein. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Sony. Wir müssen sofort zum Himmelturm. Habe ich die Info? Weiß ich das? Woher? Ich hab nichts mitbekommen. Schutz wirkt nicht mehr. Ah, cool. Gibt's hier Pokémon? Sieht schlecht aus. Gibt's hier Pokémon? Oh, Pichu! Alter, das nehme ich. Oder ich baller es aus dem Leben mit Ruxukip. Ja, ich baller es aus dem Leben. Alles klar. Uhrzeithöhle ist gestrichen. Uhrzeithöhle. Ist dann auch RIP. I don't feel so good. Der Himmelturm. Ich war niemals dort. Wo ist er überhaupt? Eine Person mit unbeugsamem Willen und überragendem Talent. Ein Trainer, der sich mit dem unterschiedlichsten Pokémon auskennt. Vasili hat mich beauftragt, dass ich, sollte ich so eine Person finden, diesen Trainer zu dieser Höhle führen sollte. Ja, super. Wo ist der Himmelsturm? Ich habe doch keinen Dunst. Noch nie was davon gehört. Was ist der Himmelsturm? Himmelsturm. Hier ist ein Markt. Da kann ich mal Hallo sagen. Ja, moin. Ich glaube nicht, dass ich eine große Hyperbälle kaufen muss. Hypertränke würde ich mal einfach noch 20 nehmen. Und Topschutz. Nehme ich mal auch noch 10. Top-Tränke und so werden wir noch kaufen, wenn wir irgendwie so weit kommen. Los, rotes Pokémon. Gib nicht auf, blaues Pokémon. Aber weißt du, wie die Pokémon heißen, die da sind? Ja, kenn ich. Nun sehe ich genau das passieren. Boah, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit meinen eigenen Augen Zeuge eines so bedeutenden Ereignisses werden würde. Man merkt, dass ich lese, ne? Ich fange an, interessiert zu sein. Bitte, jemand muss sie aufhalten. Ja, wo ist denn Himmelsturm? Habibi. Hey, hört mal auf. So, ja, und die Arena darf ich ja nicht. Oh, Xena will ich. Ich darf hier noch angeln. Ich angel mal, ne? Okay, ihr kann zumindest was anbeißen. Ja, natürlich. Immer wenn ich speede, dann geht's natürlich. Wenn ich nicht speede, dann beißt nichts an.
Wieso schafft er es denn nicht, an Land zu ziehen zur Hölle? Muss ich A spammen, oder was? Das haben wir nicht, spammen A. Und dann entkommt er. Was? Ein Relaxo, Level 35, könnte allerdings ziemlich Killer sein. Also es könnte mich killen, was würde ich damit sagen. Es ist eingeschlafen, das ist gut, Feuersturm. Relaxo zu fangen wird echt Nein! Spyro! Du fieser Ficker, du! Eisstrahl! Spyro ist down, ich glaube es nicht. Ach, Relaxo zu fangen ist aber auch so schwer, ne? Du alter Drecksack, du. Relaxo, ey. So. Und ich weiß genau, Chuppi würde sagen, Thomas. Was für dich, Chuppi? Tja, eines meiner absoluten Favoriten in unserem Team hat das Zeitliche gesegnet. Ich hätte eine leichtere Angel nehmen sollen. Ja, wir nehmen wir stattdessen mit. Nehmen wir Relaxo mit als Tank. Ich fürchte fast, ja. Ich nehme, um andere Pokémon zu fangen. Der hat Überreste, kann er eigentlich sogar behalten. Wenn ich den jetzt benutze, ne? Der geht down. Dann finde ich die Entwickler. Ja. Oles City. Losbrunn. Immer Institut. Sonnengrotte. Okay. Wüste, Hotel der alten Dame. Trainerberg, Familie Schiggers Wüste. Feuriger Bart. Meteorfälle. Ich habe keine Ahnung, wo hier ein Himmelsturm ist. Da muss ich recherchieren, kein Plan. Okay, Route 131 Flossbrunnen versteckt. Route 131, wo ist denn die? Wo ist Flossbrunnen? Ach so, ja gut. Na dann, ab ins Meer. Yo, Guys, ich komme bald wieder. Ich muss also einfach weitermachen, alles klar.
Was los, dicker Jan? Gießt halt. Ist jetzt Salz in die Wunde. Ich gehe mal kein Risiko an. Vatikal ist halt echt stark, ne? Das ist verrückt. Triathlet Pablo. Pablo Digi. Ich will deine Nummer nicht. Nichts gegen dich, Pablo. Sonnenstein. Oh boy, boy, boy. Geist, 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 Geist. Was für Szenen sich hier ereignen. Kann ich hier nicht auftauchen? AD. 26 haben wir auf jeden Fall schon was gefangen. Was? Und ich nehm. Und ich nehm. Kann ich hier irgendwie nach unten? Nee. Dann kann ich hier wieder auftauchen. Nochmal Bonusschnur. Die 5 Sterne, du musst mich übertrollen. Wie muss ich denn hier schwimmen? Wie komme ich da hin zur Hölle? Ach. So. Ah, ich kann bestimmt. Warte, ich muss nochmal Grafiport City. Da kann ich vielleicht jetzt runter durchtauchen. Werde ich nicht weggespült. Achso, und apropos, ich habe gelesen, man muss ein Heirat mitnehmen. Fällt mir gerade ein. Aber wie sind die Werte von mir? Echt ausgeglichen, das ist doch nett. Wo machen wir das nochmal mit dem Fahrrad hier? So, dann gib mal ein Heirat. Ich muss es doch irgendwie schaffen, dahin zu schwimmen. Ja, warte mal, 128 habe ich glaube ich noch nichts gefangen. Nö, 128 habe ich noch nichts gefangen. Darf hier noch was fangen, guys? Der hat echt super stark, ne, Relaxo. Super tanky. So, ich darf mir einen Kumpel fangen auf jeden Fall. Hilfchen. Hund. Den habe ich ja gar keinen Bock. Ah, warte mal. Hier war ich doch. Och, Don Pan. Hätte ich sowas von genommen. Hätte ich sowas von gefühlt.
Alter. Nein. Genau, ich wollte mit dir kämpfen. Einmal dick gegen dick hier, let's go. Guck dir an, selber Level. Er hat ihn komplett aus dem Leben getackelt. 129 kann ich auch noch was fangen. So, 128. Und das ist Route 129. Ein Bingulu, Bingul. Das ist ja wohl ein Witz. Das ist Iglu. A.Iglu oder so. A.Iglu. Fühl ich ja gar nicht. Habe ich nicht gerade gegen den gekämpft? Oh, Body Slam. Body Slam. Body Slam. Alles kein Problem. Darf nicht fliehen, okay. So. Ja, Mann. OP. Don't ignore me. Body Slam. Body Slam. Body Slam. Ich hab keine AP mehr, egal. Schnarcher. Ich muss zuerst mal schlafen, ne? Ja, mach mal. Kampf ist allerdings sehr effektiv. Daher. Hat der Relaxo schon ein bisschen Damage bekommen, ne? Er ist zwar schon tanky, aber er ist nicht unverwundbar. Das war's. Mehr habe ich nicht. Nochmal einen Schutz reinhauen hier. Ich will mich halt ein bisschen umgucken. Haben wir schon gekämpft? Ja. Beinahe wieder. Thomas ist eingeschlafen. So schlafe ich nicht mehr hier. Einschlafen. Bam. Der Lachs so schlafend ist halt kein Problem. Mit einem Erndikarten. Route 130, wie sieht's denn da aus? 129 habe ich noch gar nicht aufgeschrieben. 129. 130. Darf ich noch? Hier darf ich ein Pokémon fangen. Alter, wie viel Pokémon hat der? So, ich muss mal auf Nessie wechseln. Sie muss das mal kurz regeln hier. Der hat dich gerade volle Pokémon? Muss zum Glück nicht heilen. Aber ich darf hier noch ein Pokémon fangen. Aber ich habe ja einen Topschutz aktiv.
Jetzt kann ich mir ein Pokémon fangen. Ein Pixie. Haben wir nicht schon Pipi gefangen? Schon Pipi gefangen haben, dürfen wir hier nämlich mal was fangen. Ich bin wach. Ich auch keinen Schnarcher mehr. So, wie mache ich dir ein bisschen Damage, Pipi? Pixie ist so ein feenartiges. Gib mir denn eine Fee? So, das heißt Melissa Find. Melissa Find. Ich schreibe mal 130 auf, aber für den Fall, dass wir Pipi schon haben in unserer Box, ich bin mir gerade nicht sicher. Können wir es natürlich freilassen und uns ein neues fangen. So, was geht hier ab, Guys? Was ist hier los? Geht mal hier hin. Nirgendwo so richtig. Was willst du denn? Ist eigentlich Quatsch, dass ich den nach vorne hab, ne? Kann ich nichts mehr machen. Ich mit dir. Du hast natürlich sau gut gelevelt, ne? Komm her hier. Das ist Surfern und das Kramauk schon mal eher nicht so. Leute. Bin komplett weggesurft. Alles klar, Mann. Wir sind auch schon wieder bei einer Stunde. Aber die Folge war echt spannend, also für mich. Ich kenne das Spiel ja nicht. Das war ja echt mal ein bisschen. Dramatisch. Action. Alter. Hey, du Fisch. Achte mich. Same for you. Ja, wir hatten mal eine Feuerattacke, wisst ihr noch? Damals. Damals, wo wir noch eine Feuerattacke hatten. Waren schöne Zeiten. Surfer! Heißstrahl! Die werden hier natürlich komplett aus dem Leben rasiert. Das ist auch vollkommen okay. Ich sag dir, Rose wird sich machen. Du bist nur Pflanze, ne? Rose.
Ja, Rose, ne, das war ein schöner Einsatz von dir. Du chillst jetzt mal kurz. Ich habe nichts anderes großartig vorhaben, ne? Sind alle noch nicht so gut. Die müssen alle noch gelevelt werden. Schwierig. Was bin ich denn hier? Losbrunnen. Wirklich nicht, das ist okay. Aber wir werden hier angeln dürfen. Im Meer zwischen Plossbrunn und Grafipod City befinden sich reißende Strömungen. Wenn du dort Surfer einsetzt, kann es sein, dass du fortgetrieben wirst. Deswegen muss ich wahrscheinlich noch irgendeine andere VM lernen. Nö. Ich hätte beinahe ein Pichu haben können, aber ich hab's aus dem Leben geballert. Mit einem Ruckzuck-Hieb. Ich kann Wunder Island heute nicht sehen. Ah. Wahrscheinlich ist der Turm auch nicht immer da, wie in der Büste der Turm. Interesting. Nicht wirklich. Sie waren auf der Suche nach etwas. Nee. Also Explosion nehme ich nicht. Hohen Turm, der sich hier in der Nähe befindet. Wenn du mich fragst, ich würde niemals da hochgehen. Da hätte ich viel zu viel Angst, weil das so hoch ist. Lehm auf Höhen des Meeresspiels ist ein Plusbrunnen, das ist mein Ding. Ja, okay. Eis und Stahl repräsentieren. Man sagt, sie verstecken sich in Höhlen vor den Augen der Menschen. Die Geschichte wurde mir als Kind erzählt. 6 Punkte öffnen 3 Türen. Mein Großvater sagt das immer, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. 6 Punkte öffnen 3 Türen. 6 Punkte, 3 Türen. Schreibe ich mir mal auf. Ist vielleicht, Warte mal stehen. Ein Himmels-Pokémon. Woher kommst du? Ja. Ja, Schatt, davon habe ich ja noch nie gehört. Nein. Okay, der ist dumm. Der ist dumm. So, ich kann hier angeln. Let's go! Oh. Und 10. Und 10. Are you serious? Eine Kokone? Ah, hier ein Tauchball. Kokone? Are you serious? Da hast du Wespe wird, ist das jetzt Popo-Frau. Ein Kokuna. Wer ist die Stadt hier? Plusbrunnen. Ich fange einen fucking Kokuna. Ei, Freunde.
war noch Zeiten. Treibt mich das hier ganz weg? Was geht? Jetzt Zapdos! Ja, ne, ist klar, aber Level 19, das gibt ein Body Slam. U46, das war's mit Leveln. Also noch ein paar legendäre Pokémon, Brudi? Achso, ja, Entschuldigung. Er hat jetzt Zapdos, Arctos und Ho-Oh. Ja, Mann, er sitzt hier und angelt sich einfach die Legis. Kein Problem. Wieder speichern. Ein Hündchen. Entei. Tschüss. So, ich muss aber leider. Level 46 ist ein bisschen zu hoch. Also ich kann mal noch ein bisschen leveln. Body Slam. Body Slam. Body Slam. Ist immerhin Level 36, der Thomas. Body Slam. Tutok, fancy. Body Slam. Body Slam. Level 37. Was ist das? Was ist Rückentzug? Versperrt den Fluchtweg des Gegners. Nö. Jetzt noch das eine Öhmchen. A Kleinstein, er kriegt auch Bodychecks, man kennt ihn nix. Bam. Bam. Lob kriegt auch Bodychecks. Bam. Bam. So, alle weggebodychecked. Da geht's dann nach oben. Hier sehe ich nichts. Da geht oben jetzt auch noch oben. Wahrscheinlich muss ich da lang, ne? Da komme ich jetzt nicht mehr lang, warte mal, ich werde mal hier surfen. Body Slam! Oh, ich bin verwirrt. Body Slam! Erholung! Schnarcher. Oh, danke. Ja, was ist das hier für ein Scheiß? Mach dich weg, Mann. Exakt. Wo bin ich hier? Runde 100... 100 wo? 133. Darf ich, glaube ich, auch noch, ne? 134 habe ich auf jeden Fall. Ist noch frei, Freunde. Ein Zubat. Level 8. Kommt aus dem Hyperball, wird mich treuen. Zubat. Wird jetzt so ein Xibat. Da würde ich sagen, ist das X-Sicht.
schwierig. Ich muss das mal wieder in Schutz nehmen. Das ist hier ein bisschen anstrengend mit der Strömung. Muss ich jetzt hier unten weiter strömen? Oder muss ich hier oben weiter strömen? Sieht nicht so verlockend aus da. Ist hier, glaube ich, lukrativer. Wait, war es gerade 133? So, 134 darf ich nicht mehr. Also ist jetzt wahrscheinlich lost. Hier ist überall nix. Ich bin in den Grafiport City angekommen. Jetzt habe ich alles weggefailt. Also kurz ins Poker Center. Okay, jetzt müssen wir hier also so ein bisschen rumeiern. Mal gucken, wo wir von hier diesen Turm finden. Vor allem, woher weiß ich von diesem Turm? Offenbar sollte ich das wissen, aber ich weiß nichts. Hallo, mein Name ist Soli. Ich weiß nichts. Solange ich den noch nicht gefunden habe, sagt mir niemand, da ist jetzt was los. Schutz schmeißen. So, ganz oben. Busch. Body Slam. Zumindest scheine ich hier noch nicht gewesen zu sein. Ich sag's euch, Leute, ich pimpe jetzt New Game Plus. Der wird unser Tier werden. Ich gebe den ins Donnerblitz. Fuck it. Vielleicht bin ich auch noch Blizzard oder Hyperstrahl bei. Könnt ihr irgendwie Erdbeben lernen? Der Mew kann alles lernen, ne? Oh, du müsst Erdbeben, könnte ich noch einfach Relaxo beibringen, oder? Komm. Wenn ich aus dem Bett ausspringe, ist immer Boom. Das Problem ist, er braucht irgendwie alle Attacken. Die gehören zusammen. Die beiden gehören zusammen. Will er nicht Schnorcher jetzt? Oh, Hyperschrei ist auch sowas für Relaxo, ne? Ich bring Relaxo Hyperschrei bei. Kampf. Deshalb bringe ich vielleicht einfach wirklich Mew bei. So, jetzt mal safen. Ich sag's euch, Mew wird MVP komplett. Dort unten komme ich leider nicht mehr hin. Ich bin aber ganz oben, ist auch schön. Okay.
Ein Sternstück und du willst bestimmt kämpfen hier oben. Bin da. Was ist denn Deoxys? Das hilft auch irgendein Leggy. Mewtwo, ja nee, ist klar. Ja, da bringt ja gar kein Damage. Hyperstrahl. 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 Wird einfach zwei Leggys, der freundliche Boy. No. Hyperstrahl. Erdbeben. Wieso macht Erdbeben so wenig Damage? Body Slam. Bräuchte ein Item, das er genauer trifft. Hyperstrahl! Oh, er hat Flug benutzt. Bim. Okay, Thomas erreicht Level 38. Yay! Ihm Erdbeben beizubringen war aber, glaube ich, ein Fehler. War wahrscheinlich ziemlich sicher ein Fehler. Wirkt nicht mehr. Hi, Boy. Komm, ja, vergiftet, Drecksack. Oh, Geo, was? Pass auf. Erdbeben. Bam. Jetzt ist ein Hypertrank-Core fett. Und ein Lava-Keks. Den Relaxo habe ich vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert. So, Nupto. Ich habe eigentlich nicht mehr viel. Der Beam ist sehr effektiv allerdings. Alles klar. Wie sind denn eigentlich die Werte von Relaxo? Ich habe ihnen einfach Buffs gegeben, ohne mir die Werte anzugucken. 99 Angriff. Ist Erdbeben spezial? Wenn ja, war es natürlich komplett lost. Guck mal. Naja, also Erdbeben ist schon eine physische Attacke. Das Spiken? Keine Ahnung, warum das nicht böllert. So, wir sind auch schon wieder bei 1 Stunde 20 Minuten, ne? Wir haben ein enorm geiles Team. Enorm geil. Was Spiken? Ich kusche schon nur mit dir. Und Bori. Ich bin schon wieder in Grafiport City angekommen, Mensch. Ist aber nicht so schön. Mew, fliegen! Wusch! So, Katze hat sich hinter mich einquartiert. Brauche ein bisschen Streichereinheiten. Vielleicht im Pokécenter? Würde sagen, ja. Ich halte mich jetzt mal unten. Hier war ich ja scheinbar schon. Na komm, hör, Doppelkampf. Erdbeben. Nee. Mach zwar viele Fehler, aber ich mache die Fehler nicht tausendmal.
War's schon? Ja, ihr seid ja stark. So, was habe ich schon? Ist da vorne noch so? Oh. Die Eisel. Ein Top-Beleber. Können wir zumindest verkaufen. Ist doch schön. Ich wünschte, ich könnte einmal mit einer Hand gehen. Dann könnte ich die Katze die ganze Zeit kraulen. Kraulen. Ich würde gern mal. Oh, fast. Bin schon wieder Route 134. Body Slam! Body Slam! Und wieder ein Grafipod City. Oh, ist ein bisschen nervig. Und auch ein neues. Relativ mittig hier. Sonderbonbon. Hier war ich schon mal. Hier war ich auch schon mal. Und ich bin wieder in Grafipod City. Macht mich sehr traurig. Okay, ich hab's ganz oben versucht. Ich hab's ganz unten versucht. Okay, also laut Karte, ich habe gerade mal nachgeschaut. Laut Karte liegt der Ernten nördlich. Ja, ja, komm, ist gut. Liegt der Ernten nördlich? Komme ich denn hier nördlich? Wallboss. Das sieht doch gut aus. Himmelturm. Passt doch. Oh, das tut mir schrecklich leid. In meiner Hast habe ich gar nicht bemerkt, dass ich dich zurückgelassen habe. Ich habe die Türen des Himmelsturms aufgeschlossen. Lass uns gehen, Soli. Das ist ein Erdbeben. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Wir müssen uns beeilen. Die Situation verschärft sich. Das ist schlecht. Das Wetter spielt selbst hier verrückt. Zauli. Rayquaza befindet sich sicher auf einer der oberen Ebenen. Ich mache mir Sorgen um Senoville. Ich muss zurück. Nun liegt alles in deiner Hand. Enttäusch uns nicht. Ja, no pressure. So, Himmelturm. Gibt's hier einen Counter? Wir dürfen uns was fangen. Den dürfen wir nicht fangen, weil wir hatten schon ein Tomato. Schade. Next, please. Ich habe auch random Legis gemacht. Mal gucken, was wir jetzt fangen. Ich hätte gerne Rayquaza gefangen, aber... Mach hallo. Hatten wir den schon? Nee, ne?
Das ist jetzt einfach nur noch Arnie. Kann leider nicht zu Macholo werden. Macho mal. Ja, die Pokémon haben ein gutes Level hier. Vielleicht sollte ich mein Parrot schon mal. Warte mal, ich muss den Turm noch aufschreiben. Himmelturm. Hey, Rekpasa, was geht? Also wir haben einen Meisterball. Ich werde nicht zögern, den zu werfen. Gegen was auch immer wir kämpfen werden. Hi. Rekpasa ist erwacht und davon geflogen. Was? Okay. Ja, schön. Mach's gut, Rekpasa. Gibt es überhaupt noch Encounter? Ist ja gar nichts los. Ist da sonst noch was Cooles? Nein, ne? Einfach nur das. Okay, dann ist der vielleicht dahin geflogen zum Hackmack. Action Jackson und so. Oh, Apple. Da kommt Pixel Quasar. Ups. Eats. Müsste jetzt was passieren? Okay. Was für ein grünes Pokémon! Du bist ein unglaubliches Kind. Ich bin kein Kind, Mann. Ich bin ein alter Sack, der Pokémon spielt. Es gab neben Groudon und Kyogre noch ein uraltes Pokémon und nachdem wir in der Pokéballs angeschränkt haben, schafft dieses dritte Pokémon mit Leichtigkeit die Sache wieder ins Lot zu bringen. Ha, haha. Kyogre und Groudon sind wer weiß wohin geflogen. Das Klima in Höhlen hat sich wieder normalisiert. Vielleicht war das, was wir vorhatten, bedeutungslos für die Pokémon. Sieht so aus, als seien Mark und Adrian irgendwo hingegangen. Vielleicht sind sie zum Pyroberg gegangen, um die Kugeln zurückzubringen. Pauli, meine Augen haben mir also doch keinen Streich gespielt. Dank deiner Hilfe wurde Xenoville, nein, ganz Höhen wurde gerettet. Im Namen aller Menschen danke ich dir. Dies ist ein Geschenk von mir. Bitte nimm es an. Okay, was lerne ich jetzt? Versteckte Maschine enthält Kaskade. Sobald du den Powerorden besitzt, kannst du einem Pokémon dieser VM beibringen. Es kann dann Wasserfälle bezwingen. Und wo bekommt man den Schauerorden? Das weißt du doch, oder etwa nicht? Richtig, du musst den Arena-Leiter in Xenoville besiegen. Wenn du bereit bist, tritt durch diese Tür. Bin ich noch nicht, leider. Ich bin noch nicht genug gelevelt. Guck mal, gerade mal 38. 30, 32, 29, 38. Und die werden Level 46 sein. Nessie ist ready, aber sonst nix. Ist natürlich bedauerlich.
Hier darf ich immer noch nicht durch. So, aber die sind zum Pyroturm, wurde gesagt, ne? Also ich will nicht zu sehr hier rumhypen oder so. Aber einer ganz ehrlich, ich glaube, Smaragd entwickelt sich gerade zu meinem Lieblings-Pokémon-Teil. Ist einfach voll gut. Es ist einfach voll gut. Ich habe keinen Pokémon, das zerschneiden kann. Okay, wer wird mein Sklave und lernt Zerschneider? Lau, lau. Da muss Rose lernen, ne? Hilft nichts. Ganz ehrlich, sie hat so gute Attacken. Zauberblatt. Regelsamen, Megasauger, Grasflöte. Da komme ich mal Grasflöte weg. Ich habe hier noch von Relaxo. Das müde machen. Endlich mal eine Elektroattacke. Auch noch nicht so richtig strong. Aber wird er noch. Mew wird mein kleiner süßer Allrounder. Juckt es mich, dass zwei Hoodoos da kämpfen? Was stimmt denn nicht mit dir? Wo war denn das nochmal? Karte erhöhen. Hyroberg. Dann vorbei. Donnerblitz ist halt einfach voll die starke Attacke. Ich muss hier hoch, ne? Nö. Ich brauche erstmal ein bisschen Sprudel hier. Ich weiß nicht, ob wir diese Runde noch weit, großartig weit vorankommen. Am besten muss ich Mew noch Feuersturm beibringen. Das ist mein kleiner Element im Mew. So, Sprudel ist gekauft. Natürlich ganz unten. 37 habe ich, reicht erstmal. So, und jetzt muss ich erstmal wieder checken, wie ich zum Pyroberg komme. Der Pyroberg ist da. Da muss ich echt von Malvern Pro City nach rechts. Yukinese schon? Damn, girl! Bam! Da haben wir sogar Step. Steppity Step, Bap. Steppity Boop. Ah, Steppity Beep. Was?
Psychokinese! Ja, Mann. Mein Mew. Mein Mew ist es. Ach was. Mit dem Allrad kommt man da also hoch. Ist ja interessant. Wo ist der Biroberg? Aber hey, ich bin hier gekommen, ist so toll. Hey, was mache ich denn hier? Ich muss halt wirklich von hier, wo dieser Safari-Zone ist, runterschwimmen. Und da ist dann auch schon der Pyroberg. Hey, ich habe noch einen Trainer gefunden, ist so toll. Und Mew hat fucking Psychokinese gelernt. Der Mew stirbt, ich weine. War wie mit Tonuptu. Waren so traurige Momente heute schon. Leute, wir mussten heute schon traurige Sachen erleben. Wir erleben eigentlich jede Woche traurige Sachen. Aber Mew ist gerade ein absolutes Tier. Ach, hier war ja direkt der Eingang. Ich tippe, ich bin aber nur weggeschwommen. Blizzard! Aus, es geht. Ich habe einen Meisterball, ne? Ich könnte so ein Netschi problemlos fangen. Aber ich muss hier lang, ne? Ja. Mokuchino, hm? Sehe ich nicht sehr effektiv gegen Magnetilo? Magneton? So eine Flug-Elektro, oder nicht? Soli! Hm? Die beiden Männer, die die Kugel genommen hatten, haben sie freiwillig wieder zurückgebracht. Diese Männer, vielleicht sind sie doch keine schlechten Kerle. Meine Aufgabe ist, die Legenden von Höhen an die nachfolgende Generation weiterzugeben. Die Krise von Xeneroville war die Wiederholung der Legende. Hast du Zeit, dir die neue Legende von... Na klar. Sturm, ein Infernus, schickt Pokémon einen Sturm aus den Wolken herab. Diese grünen Gäste beräuchte die beiden Pokémon als Aufgabe, erfetterte Stiegel Pokémon wieder ins Blaue des Himmels hinauf. Okay. Okay. Sie kommen einfach so und sagen, Sony. Und dann gehen sie wieder. Why? Donnerblatt. Gehe ich halt hier auch nochmal ganz hoch. Mew gegen Mew. Psychokinese. Okay, das ist natürlich dumm. Habe ich nicht so richtig was gegen, ne? Gegen Stahl habe ich nicht so richtig was. Und dich aber. Piu. So, Psychokinese ist schon mal alle. Nur Item-Gelute. Ja, wir können auch mal zum Dingsturm. So, vielleicht ist Rayquaza jetzt da oder so. Was weiß ich. Ansonsten muss ich halt leveln. Leveln.
Bildschirm enorm schön. Ja, warte, ich bin ja falsch. Da könnte ich die Minions der Arena schon mal machen. Außerdem ist hier noch eine City. Jetzt lasse ich gerade auch extra kein Pokémon aus, weil, naja. Was soll ich sagen? Ich brauche die EP so ein bisschen. Jetzt waren wir overlevelt und jetzt müssen wir grinden. So, Rayquaza, bist du wieder hier? Ja. Ob so ein Entei hätte ich mir schon gefangen. Ich darf natürlich nichts mehr fangen. Misplay. So, das ging gut. Hier unten geht auch gut. Und dann bin ich nicht schnell genug. Nicht, die verlangen auch noch von mir, dass ich lenke. Was speichern wird. Hier sollten ein paar mehr Encounter kommen. Die haben vom Level, ja, die haben ein gutes Level. Kann ich gut leveln. Jetzt, wo ich Sprudel hab, brauche ich auch nichts mehr anbrennen lassen. Und du, Star. Kampf. Ja, Unlicht ist natürlich sehr effektiv. Da muss ich dran denken. Habe ich gerade aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Nein! Die dreckigen. Aber ich war jetzt zum Glück nur eine Etage runter. Gut. Okay, It's not getting easy. Kampf. Kampf ist Snack. Sehr effektiv. Bottom wanted. Okay, Analyse. Ja. Analyse, das war dumm. Mit den Rädern ist echt nicht einfach hier. Durch die Mitte muss ich. Zumindest in der Theorie muss ich durch die Mitte. Was mache ich dann am smartesten? Oh, jetzt hätte ich aber durchfahren sollen. Okay, okay, okay. Smackmack. Weg mit dir. Sind halt beim Level hier so hoch. Großartig viele andere darf ich hier gar nicht campen lassen. New Game Plus ist gut am Level. Hier muss ich durch ein spezielles Loch fallen, oder? Nein! Ja, eins weiter. Ich hätte in der Mitte fallen müssen. Das mache ich gegen dich. Ist nicht auch sehr effektiv? Okay, ich weiß aber nicht warum.
Ja, was soll's? Ich stelle mich hier. Passt doch. Katze macht richtig Drama. Aber wird ja auch nicht gestreichelt, ne? Von Arsch-Soli. Ach, Dreck. Hab ich echt verfehlt? Was ist denn? So. Ich weiß, dir passt es nicht, dass ich aufnehme, Pups. Arena machen wir dann sowieso erst in der nächsten Folge, ne? Das ist ja wohl logisch. Nein! Wie unfassbar nervig meine Katze sein kann. Ich liebe sie über alles, aber es ist nicht möglich aufzunehmen. Man darf einfach nicht. Psychokinese ist schon mal alle. Ach man, der rollt aber auch immer noch so weit. Geht doch. Roll der Film. So, wenn ich jetzt nochmal runter, da runterfalle, ich lade. Egal, was hier für ein Pokémon wartet, ich schmeiße Meisterball. Rayquaza wartet hier. Bei uns wird es wahrscheinlich kein Rayquaza sein. Ein Jirachi. Ich muss den Meisterball werfen, sonst tötet mich das. Aber ich bin nicht begeistert. So, Jirachi soll Wünsche wahr werden lassen, während es schläft. Beschützt es eine kristalline Hülle seinen Körper vor Angriffen. Ich nenn's Bruh. Ich hätte Rayquaza haben können, wisst ihr? Wo kommt das da? Okay, dann werden wir die restlichen 10 Minuten grinden, oder was? Ich hab Chinesis ja alle. Ich hasse es, eingeschläfert zu werden. Oder so ein Nugget, Top-Beleber. Mondew. Vielleicht passe ich wieder nicht auf, um News down. Okay, New Game Plus ist empty. Sonst glaube ich, kann ich hier keinen anderen leveln vom Level her. Oh, Thomas, können wir mal leveln. Oh, die Schlimm. Ich habe das andere komplett reingeschissen.
Was ist los, Kätzchen? So, wie ich dem Kater schon sage, ist gleich erstmal Schicht im Schacht. So, Mio hat hier den Repair-Teiler, ne? Jo, Pupa. So, haben ein bisschen hin und her düsen. Oh, da habe ich ja gar nichts gegen. Erdbeeren, ja, Erdbeeren gegen Klug. Ich bin smart. Mindestens Poki. Warum kriegen wir jetzt eigentlich so einen Scheißgegner? Da kann ich nicht viel gegen machen. Mit normalen Attacken, ohne Feuer und alles. Ja, ich habe keine Wahl als Body Slam. Ein Relaxo ist leider auch so lahm, kann man einfach nicht fliehen. Vertikal ist böse. Thomas Level 39 geworden. Nö. Drogon erreicht Level 30. Yay, Drogon entwickelt sich. Sieht er nicht mehr shiny aus. Drogon wurde zu Dragonier. Nice. Das war schon mal schön. Es ist schön, wenn ein Plan funktioniert. Hyperstrahl. Ach. Why? Just why? Aber willst du mich trollen oder was? Alter. Ja, ganz ehrlich, ne? Macht jetzt halt mittlerweile schon null Damage mehr. Jetzt reicht's mir aber. Was geht los, ey? Was hat die ganze Zeit blablabla gemacht? Ist schon mal vergiftet? Ja, Nessie. Die Nessie ist vergiftet. Ein Gekkabob. Piu. Dieser Gegner, ne? So, der Thomas kann jetzt aber auch nicht mehr, der hat nichts mehr. Dann schaufel ich mich jetzt hier weg und dann sind wir auch am Folgenende. Oh, ich hab gar keinen Schaufler mehr. Gut, dann fluchtseile ich mich mal weg. Ist das dein Ernst?
Kann ich von hier fliegen? So, wir gucken nochmal auf unsere Box. Was wir da so haben, vor allem hat irgendwer ein Item, ist die Frage. Pixie hat einen Mondstein mitgebracht. So, wir haben ein Stahl-Psycho-Pokémon aus dem Himmelsturm bekommen. Mit Risikodecke sehr Kosmik-Kraft und Kismet-Wunsch. Okay. Ein Stahlstrahl. Hätte uns halt gekillt, ne? Ich muss ja den Meisterball werfen. Ansonsten, ne? Ich sortiere hier mal ein bisschen. So, das könnte Backup sein. Das ist Schmutz. Das könnte Backup sein. Evoli könnte auch Backup sein. Yanma ist für mich eher Schmutz. Das ist für mich auch eher Schmutz. Kann gut werden, so ein X-Bad. Ich weiß nicht, ob ich ein X-Bad kriegen kann. Balim, Balim, kann man weg. Snubbull kann man weg. Sobiris kann man weg. Das kann man weg. Das kann man weg. Boah, könnte auch irgendwann mal ein Backup werden. Der kann auch weg. Könnte auch ein Backup werden. Genau wie Hunduster und Ibitak und Papinella, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch eher nicht. Also so sieht's aus. Die würde ich schon vielleicht noch benutzen. Die hier unten eigentlich lieber nicht. Ja, wir können ja auch mal wieder hier in unser Himmel gucken. Damn. Knobi, Solid Rock, Chuppi, Nikki, Fake Arnold, Psycho, Mary Say, Fisch, Totenuss, Hassi, Beekiss, Hope, Forrest Gump, Dodo, Chuppi 2, Fight Leo, Bratte, Spyro. Okay, Spyro, Bratte, Fight Leo, Chuppi 2. Psycho, auch ein bisschen Tropennuss und Beekiss sind alles Sachen, oh, Lavita auf jeden Fall auch, sind Sachen, die Todesweh tun. Aber es ist, wie es ist. Jedenfalls muss ich ein bisschen leveln. Das nächste Mal in der Arena 46 höchste Pokémon. Ja, so 44 so passt dann quasi schon bei einem. So Mew würde quasi schon passen. Aber würde ich, glaube ich, auch noch ein, zwei Levels machen. Aber Drogon, Rose, King und Thomas müssen halt noch gelevelt werden. Und in der nächsten Folge haben wir dann wohl ein bisschen Grind-Session. Also speichere ich an der Stelle. Bedanke mich schon mal fürs Zusehen, dass ihr so fleißig dabei seid, dass ihr mit mir leidet und euch mit mir freut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit diesem Team, das hart gelevelt werden muss. Bis dann. Tschüss.